Der YouTube-Kanal Dark Ghost Paranormal lud am 23.09.2021 ein Video mit dem Titel Real Demon Baal Destroyed the House, also zu Deutsch Echter Dämon Baal zerstörte das Haus, hoch. Dieses Video fand ich bei meiner Sichtung äußerst bizarr. Die Originalsprache ist Russisch, jedoch wird im gleich gezeigten Ausschnitt nicht gesprochen. Das, was wir sehen können, ist hier sehr interessant. Ein Zuschauer schrieb folgenden Kommentar: OMG, das war unglaublich beängstigend. Hi Dark, das war ein verdammt geiles Video. Bei Minute 18,6, als du ein letztes Mal in die Feuerstelle geschaut hast und das Licht von der Mitte weiter nach oben gehalten hast, konnte ich ein paar Augen sehen. Oder was aussah wie Augen, die zurückreflektierten. Ebenso sah ich den Teil, als du attackiert wurdest. Bei Minute 19,27 schaut es in niedriger Geschwindigkeit. Man kann eine geisterliche Form oder Orb sehen. Etwa unter deinem Rucksack hoch zu deiner linken Schulter, gleich deiner Reaktion. Erst hast du deinen linken Arm und dann deine Schulter bewegt. Wow, sehr gruselig. Ihr werdet die beiden Stellen erkennen und ich werde extra die Geschwindigkeit im Replay verringern. Speziell bei dem Wechsel zu Kamera 2 sehen wir immens viele mögliche Orbs. Die Augen zu Beginn können verstörend wirken. Erst recht, weil ich mir kein Fake vorstellen oder begründen kann, da man sieht, dass die Stelle bebaut und somit unbegehbar ist. Vielleicht habt ihr ja eine Erklärung dafür. Ihr seid hiermit gewarnt. Ob staubfake oder echt, diese Entscheidung überlasse ich wie immer bei euch. Seht selbst. Old Saloon with a Haunted Past, zu Deutsch alter Saloon mit heimgesuchter Vergangenheit von dem YouTube-Kanal Rem Investigations, wurde am 27.09.2021 hochgeladen. Im Prinzip handelt es sich hier um ein sehr altes Saloon aus 1913, dem man paranormale Aktivitäten zuspricht.
In dieser professionellen Paranormal Investigation wurden tatsächlich eine Handvoll Beweise fürs Jenseits gesammelt. Speziell viel Aktivität mit dem K2-Meter. Doch ich bitte euch selber vorbeizuschauen. Ansonsten bleibt mir nicht mehr zu sagen als interessant und gruselig, was die Leute von Ram Investigations dort gefunden haben. Ich muss noch hinzufügen, dass der Vibe, also die Stimmung, doch ganz amüsant dort wirkt und ich würde dort demnach auch keine bösartigen Gestalten vermuten. Dennoch seid ihr gefragt, was meint ihr? That's four. Yep. Oh boy. Good. See this coin? See this coin? This hand is like my love life. Excited? No. That's going green. Oh, which one's there? Yeah. It's all me. All of them are coming off. You want them to see your picture again, Ruby? It's a picture of you, right? Yep. You want them to see your picture again, Ruby? You want them to see your picture again, Ruby? Mine's going off again. Yeah. Do you get anything coming through this spirit box or no? No? No, the K2 goes off quite a bit. One time, right in there, this happened. Yeah, they were showing me that you had stopping around, it doesn't move it. Yeah. An ice scoop? Yeah. Yeah, yeah. So it was that one right there. I mean, you'd have to be shaking pretty good for that to... That's Ruby. Can you make that music box go off?
Does anyone else see the person at 12:48? I was watching this on my TV, where I have my brightness up. Saya took a screenshot on my phone and upped the brightness and exposure, and sure enough, someone's there. One of the guys, I'm supposing. So schrieb ein Zuschauer des Kanals Paranormies, welche vergangenen Sommer kurz und unkompliziert gesagt das Haus eines Zuschauers untersuchten und dabei erschreckende Sachen filmten. Ein Ausschnitt zeigt eine zwar schwer zu erkennende Gestalt, welche man jedoch mit etwas Trickserei besser ins Bild bekommt. Meiner Meinung nach ist das ganze Video in voller Länge sehenswert, weswegen ich an dieser Stelle ausdrücklichst auf meine Quellenangabe in der Videobeschreibung verweise. Die machen traurigerweise die wenigsten Kanäle meiner Art. Aber nun gut der kurzen Kritik, schauen wir mal rein. He said no though. He said but at the same time, he's gonna be biased. Right? Like he's not gonna think it was his grandpa. Was it his grandpa? Is this his if we're talking to his grandpa right now, can you let us know? That bed freaks me out. Yeah, like, why? I don't understand that. Well, you know, maybe, like, I don't know. Isn't it kind of strange that... Whoa. Isn't it kind of strange that... Whoa. Isn't it kind of strange that... Whoa. Falls ihr selber Ghost Explorer seid und Videos für mich habt, schickt sie an diese E-Mail-Adresse. Geschäftliche Anfragen oder urheberrechtliche Probleme könnt ihr mir dort auch gerne zusenden. Am 10. September 2021 lud der Kanal MindCTV ein Video mit dem Titel Haunted Home in Cornfields hoch. Und dieser Titel beschreibt schon ziemlich gut das Ambiente, in welchem die Leute von MindCTV heute für uns aktiv und investigativ das Jenseits erforschen. Ouija-Brett-Sitzungen baue ich prinzipiell nie in meine Top-Listen mit ein, da ich weiß, dass das für viele eine Red Flag ist und rein vom Sehen und Hören haben wir ja da keinen sicheren Beweis. Trotzdem kann ich euch verraten, dass im Originalvideo die Jungs eine Runde gemacht haben und ihr mal gerne dort vorbeischauen könnt. Ansonsten, was ist passiert in diesem Clip? Ich denke, es handelt sich hierbei um einen Poltergeist. Schränke gehen unerklärlich auf und zu, es klopft laut im Haus verstreut und in der Nacht wird plötzlich ein Lüftlein. Ob fake oder echt, das ist eure Entscheidung. Look what those are doing. What the fuck, dude? Yo, that shit is moving all over the fucking place. I don't know, it's gonna be on Casey's camera. I have all that on my camera. Dude, every fucking cabinet in this kitchen was just going nuts. That's insane. You hear that? Dude, every fucking cabinet in this kitchen was just going nuts. That's insane. You hear that? That's insane. You hear that? That's insane. You hear that? Yeah, I did, dude. Whoa. You fucking see that? Hello? Hello? Let me see the EMF detector. Okay.
Hello? It's like a fucking hidden door in a fucking hidden door. Oh my god, what the hell was that? Hello? It's like a fucking hidden door in a fucking hidden door. Oh my god, what the hell was that? Auf Reddit lud der Redditor u/leon_10904 ein äußerst bizarres Video hoch. Im Titel beschrieb er folgendes: Norwich City State Hospital Administration Building. Ghost Girl Voice caught on camera and white figure. We explored the other buildings, but this building was the most active one. We went at night, it was crazy. Been having trouble sleeping since this happened. Lol. Übersetzt: Norwich City State Hospital Administration Building. Geistermädchenstimme und weiße Figur auf Kamera gebannt. Wir erkundeten auch die anderen Gebäude, aber das hier war das aktivste. Wir waren nachts dort und es war verrückt. Habe seitdem Schlafprobleme. Lol. Meiner Meinung nach war die Geistermädchenstimme viel zu klar. Und ich meine wirklich viel, viel, viel zu klar. Denn wer mich schon länger verfolgt, oder besser gesagt Ghost Hunter Videomaterial schon länger verfolgt, der weiß, dass die meisten Geisterstimmen mit Hilfe einer Gerätschaft aufgenommen werden. Was jedoch klar zu sehen ist, ist eine weiße Figur. Ob das nun ein Freund ist, der das spielen soll, die Entscheidung liegt bei euch. Doch an sich ist die Aufnahme bei Echtheit allemal angsteinflößend. Was meint ihr? Oh my god, look at that. We explored the other buildings, but this building was the most active one. We went at night, it was crazy. Crazy. Abonniere diesen Kanal und lass ein Like da. Oder ein Geist klopft gleich an deine Tür. Schau dir ein weiteres Video von mir an für noch mehr Gruselig.